Ich zeige heute den nagelneuen Memory Park Assistenten. Den kannte tatsächlich selbst ich noch nicht so genau. Und wie das funktioniert, denn es ist nicht ein normaler Parkassistent, den ihr kennt, der in eure Parklücke reinfährt, sondern es ist ein Parkassistent, dem könnt ihr eine Spur vorgeben bis zu 100 Meter, die ihr fahren soll. Und danach fährt ihr die ganz alleine. Ihr müsst nur im Auto sitzen. Also genau das schauen wir uns jetzt an. Wir gehen ins Auto und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu Mein Anders TV. Und ich hoffe, dass wir heute das Auto heile behalten und wir jetzt in Ruhe nochmal die Funktion durchgehen können. Und dafür haben wir uns mal hier ein Parkhaus gesucht. Das ist tatsächlich das Parkhaus, wo ich jeden Tag parke. Und dementsprechend ist es auch so schön, dass es hier hoffentlich funktionieren wird. Und man es wirklich auch am, ich sag mal, im echten Leben testet, in einer wirklich realen Situation. Denn erst habe ich gedacht, wir machen das irgendwo auf dem freien Parkplatz und ich gebe eine Route vor. Da habe ich gedacht, ist ja überhaupt nicht realitätsnah, weil eigentlich braucht man ja zu Hause entweder eine enge Einfahrt, die man ungern fährt. Denn wenn man sich überlegt, ich habe einen großen Hof, aber eine sehr schmale Einfahrt und ich muss jeden Tag diese sehr schmale Einfahrt fahren, dann kann ich einfach sagen, hey Auto, ich fahre einmal mit dir diese Route, fahre zu meinem Parkplatz, stelle das Auto ab. Dann fahre ich nochmal die Route und dann fährt das Auto raus und schon macht dein Auto einfach alles für dich und du brauchst nie wieder zu Hause ein- oder ausparken. Probieren wir aus und ja, jetzt genug geredet, wir gehen ins Auto. Ihr seht, wir sitzen im Auto und stehen jetzt auch hier im Parkhaus. Ganz wichtig, ich sitze hier im EQS. Die Funktion ist tatsächlich gerade vorbehalten für EQS, S-Klasse, ich glaube EQS, SUV. EQE bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch in Kürze in der neuen E-Klasse kommen wird und auch sukzessive dann in weitere Baureihen eingeführt wird. Und ja, wie funktioniert der Memory Park Assistent? Ich stehe jetzt hier im Parkhaus und möchte jetzt an meinen gewohnten Platz fahren, der natürlich auch für mich reserviert ist, sodass ich immer den gleichen Parkplatz habe. Und das ist sicherlich auch bei euch so, wenn ihr vielleicht einen großen Hof habt oder eine schmale Einfahrt, wie ich gerade gesagt habe, ist es schon schön, wenn man diesen Weg nicht immer selbst fahren muss. Und genau dafür kann ich dem Auto jetzt eine Route vorgeben. Das heißt, ich kann jetzt bis zu 100 Meter aufzeichnen. Diese Route merkt das Fahrzeug sich und würde das dann automatisch abfahren. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit und aktivieren jetzt oder beginnen jetzt mit der Aufzeichnung der Parkroute. Und dafür würde ich sagen, gucken wir mal ganz kurz auf den Bildschirm, was dort passiert, damit ihr auch wisst, wie es dann im Auto funktioniert. Ach ja, und wichtig noch, wir haben hier eigentlich so eine Art Königsdisziplin vor uns. Denn beim aktiven Parkassistenten ist es so, dass wenn man einparkt und die Steigung zu hoch wird oder das Fahrzeug zu viel Anstrengung hat oder zu viel Motorleistung aufbringen muss, würde der Parkvorgang abgebrochen werden. Es ist auch so, wenn der Parkplatz sich jetzt in einer sehr starken Steigung befinden würde, würde das Auto das nicht durchführen. Haben wir hier nicht, aber wir haben eine Auffahrt, die relativ steil ist und wir haben eine Abfahrt, die ebenfalls relativ steil ist. Und da wird dann das Spannende sein, ob das Auto das wirklich durchführt oder eben nicht. Also starten wir mit der Aufzeichnung des Parkvorgangs und zwar drücke ich dafür auf die Taste des aktiven Parkassistenten. Und dann öffnet sich natürlich hier meine normale Kameraansicht, dann der aktive Parkassistent und der Punkt Memory Parkassistent. Das ist also das Besondere jetzt. Und es steht hier für Aufzeichnung der Strecke Aufnahme drücken. Das ist dann der rote Punkt hier. Und wir wollen ja jetzt die Strecke aufzeichnen. Ich drücke mal drauf. Dann lege ich einen Vorwärtsgang ein und sage jetzt Memory Parkassistent bereit. Start der Aufzeichnung. Nochmal die Taste des aktiven Parkassistenten drücken. Ich drücke also drauf und wir legen los. Ah, maximal 8 km/h. Speichern, anhalten, dann Stopp-Button tippen. Okay, ich fahre jetzt also hier den gewohnten Weg und das Schwierigste wird, wie gesagt, sein, ob wir nachher die Auffahrt schaffen. Denn wenn wir jetzt hochfahren, wir fahren erstmal hoch. Ihr merkt also jetzt, es geht doch etwas steiler hoch. Ich hoffe, das Wackeln sieht man im Video nicht. Also er versucht immer so ein bisschen die Geschwindigkeit zu regulieren, dass wir nicht über 8 km/h kommen. So, jetzt fahren wir mal zu meinem gewohnten Parkplatz hin. Also ich fahre mal so, wie ich immer fahre. Normalerweise fahre ich ein bisschen schneller dann zum Einparken. So, da ist mein Parkplatz. Ich lege Rückwärtsgang ein. Also auch das erkennt er gleich. Und ihr seht schon hier, er hat schon die Strecke aufgezeichnet, die er gerade gefahren ist. Und jetzt fahre ich rückwärts in meine Parklücke rein. So. Jetzt muss ich mich natürlich anstrengen, dass ich gerade stehe, denn genau diesen Weg wird er sich merken. Und ihr seht, ich kann wirklich bis zu 100 Meter aufnehmen. Das waren jetzt gerade 65 Meter.
So, und ich denke, so stehen wir ein bisschen schief. Ein bisschen gerade noch machen. Ah, das so soll es passen. Ja, anhalten, Stopp-Button tippen. Diese Aufzeichnung ist jetzt quasi gespeichert, wenn ich auf Speichern drücke, und könnte diese Route oder diese Spur tatsächlich auch umbenennen in der Einstellung. Aber ich speichere es erstmal. Jetzt für eine Auspackspur müssen Sie die Aufnahme jetzt starten. Ja, jetzt will ich also auch noch die Spur haben, die ich zum Ausparken haben möchte. Also drücke ich wieder auf Play und werde jetzt das Parkhaus auf einem anderen Wege verlassen. Jetzt kann ich wieder Memory Parkassistent bereit. Start der Aufzeichnung, Taste des aktiven Parkassistenten drücken. Das mache ich jetzt. Und jetzt sagt er, bitte D oder R einlegen. Das Schöne daran, ich könnte auch den kompletten Weg rückwärts fahren und auch das würde sich das Fahrzeug einfach merken. So, jetzt fahren wir wieder zum Ausgang und da kommt jetzt der nächste Punkt, nämlich eine, ja, keine Steigung, sondern da geht es wieder nach unten. So. Ihr merkt, jetzt geht es gleich wieder bergab und ich werde mal so zum Ausgang fahren, wie ich normalerweise fahre, denn wenn ich jetzt vor der Schranke gleich stehe, dann müsste ich mein Ausfahrticket zeigen. So. Und das wäre dann genau hier. Also, ich werde die Aufnahme stoppen. Das war jetzt die Ausparkaufnahme. Und auch wieder speichern. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt probieren wir das Ganze mal aus, ob es wirklich funktioniert. Ich fahre mal zurück zum Startpunkt. Wenn ihr wollt, können wir das auch gemeinsam machen. So. Also, auf zur Position. Also ich fahre jetzt quasi ins Parkhaus rein. Und jetzt bin ich wieder in der Ausgangsposition. Jetzt muss ich mir ein bisschen gucken, wo ich angefangen bin, denn der Startpunkt, den sollten wir ungefähr kennen, dass das Auto nicht so lange danach suchen muss. Was mache ich jetzt also? Ich fahre in mein Parkhaus rein, möchte jetzt, dass mein Auto mich automatisch einparkt. Ich drücke auf die Taste des aktiven Parkassistenten, wähle den Memory Parkassistenten und sage jetzt, steht hier, was steht hier? Memory Parkassistent aktivieren, Play-Button drücken. Das mache ich. Und jetzt sehen wir, jetzt hat er sich schon gemerkt hier, das ist die Spur von vorhin. Jetzt fahre ich mal in diesen gelben Kasten rein. So. Zum Einparken anhalten. Ich halte also jetzt an. Jetzt sagt er Start. Wieder die Taste des aktiven Parkassistenten drücken. Und jetzt schauen wir, was passiert. Aktiver Parkassistent, bremsbereit bleiben. Ich nehme alles weg. Okay, ich soll bremsbereit bleiben. Und damit würde ich sagen, auf geht's. Auto fährt los. Das ist ja, sollte jetzt genau die Route sein, die ich dem Auto vorgegeben habe. Und wir schauen mal jetzt, was passiert, denn jetzt kommt gleich die schwierigste Stelle fürs Auto eigentlich, nämlich die Steigung. Zumindest vermute ich das. Gucken, was passiert. Ja, er fährt schon mal rum. Ich mache nichts. Jetzt geht's los. Oh, er wird langsamer. Funktioniert. Es funktioniert tatsächlich. Die Steigung nimmt er ohne Probleme mit. Doch. Ihr seht, es hat funktioniert. Jetzt kommt der nächste Punkt, nämlich das Fahrzeug fährt jetzt wieder auf seine Spur und muss gleich einen Gangwechsel durchführen. Ich hätte vielleicht auch ein bisschen besser fahren können beim Einparken, muss ich gestehen. Aber das Auto macht es souverän. Sieht ein bisschen nervös aus. Ich fühle mich aber noch ganz wohl. So, und jetzt geht's zum Rückwärtsgang. Aber wir sehen hier auch immer, wo er dann hinfährt, bis zum roten Strich, okay. Gangwechsel aktiv durchgeführt, sehr gut gemacht. Und es geht rückwärts. Also ich finde, bisher hat er das wirklich souverän gelöst. Klar, schon gesagt, es könnte etwas schneller sein, aber dafür, dass er das komplett eigentlich autonom macht, ist das grandios. Ja, ein Parkvorgang hat tatsächlich funktioniert und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich, ich habe ja vorhin gesagt, das Fahrzeug kann dann auch wieder ausparken und das machen wir jetzt mal. Ich tue jetzt mal so, als wenn ich das Fahrzeug verlassen würde. So, Auto aus, Tür auf, wieder einsteigen, Auto wieder an.
Und jetzt schauen wir mal. Ah, jetzt kommt sogar eine Push-Benachrichtigung. Aufgezeichnete Spur erreicht. Jetzt starten. Ja, das wollen wir. Start. Wieder die Park-Taste drücken. Und Vollgas einlegen. Los geht's. Und jetzt gucken wir mal, ob er die Strecke auch wieder rausfährt, die ich ihm eben gesagt habe. Also ihr seht, man muss wahrscheinlich schon ein bisschen Zeit mitbringen, aber wenn man wirklich eine blöde Auffahrt hat und es nicht machen möchte und auch schlecht beim Einparken ist, dann ist das eine grandiose Funktion. Und ich finde es auch einfach extrem gut, dass er das überhaupt macht. Also ich fahre hier 200 Meter am Stück gefühlt und das Auto fährt diese Strecke einfach allein weiter. Oder nochmal. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Jetzt geht es nämlich wieder bergab. Und da bin ich mal gespannt, was er jetzt tun wird, ob er das hinbekommt. Ja, oh, es geht bergab. Ich mache immer noch nichts. Spur ist auch noch da. Und jetzt, ich habe mein Parkhausding zum Ausfahren zur Hand. Auto hält an. Und ich kann jetzt einfach rausfahren. Ihr habt gesehen, der Memory Park Assistent funktioniert tatsächlich. Ich muss gestehen, es ist ohnehin schon warm. Ich hatte ein bisschen Angst, Schweiß zwischendurch. Aber er hat es gut gemacht, wirklich gut. Und wenn ihr in so einer Situation seid, dass ihr sagt, ich habe keine Lust, auf meinen eigenen Hof rauszufahren und da zu parken oder ich muss in einen Carport reinfahren oder was auch immer, das Auto muss nur einmal die Route vorgegeben bekommen, egal ob ihr die kompletten 100 Meter rückwärts fahrt oder vorwärts fahrt oder fünfmal hintereinander einen Gangwechsel macht, das Auto macht genau das, was ihr ihm vorgibt und ist einfach eine grandiose Funktion für Leute, die nicht gerne einparken. Natürlich, ehrlicherweise muss man sagen, wenn ich normalerweise hier ins Parkhaus reinfahre, fahre ich relativ zügig durch und parke dann in einem Zug ein. Aber nichtsdestotrotz, das Auto muss natürlich so ein bisschen mit Bedacht fahren und auch aufpassen. Hat es wirklich gut gemacht. Steigung war mit drin, Gefälle war mit drin. Und auch die Parksituation ist eigentlich relativ real, außer dass jetzt keine Autos hier standen. Aber es hat einfach wirklich, wirklich gut funktioniert. Und damit hoffe ich, dass ihr diese Funktion auch genauso genial findet wie ich. Und ich hoffe auch, dass man sie im Alltag wirklich nutzen kann. Und ja, und noch viel mehr hoffe ich, dass diese Ausstattung in noch viel mehr Fahrzeugen nachher zu finden ist. Und damit sage ich, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Euer Joschka Gossel vom Autohaus Anders & Fechter.